Folgen 3. Die ersten 8 Schritte. Wir kreuzen den rechten Fuß über den linken, setzen den linken Fuß zur Seite. Jetzt machen wir einen Zählershuffle. Wir kreuzen den rechten Fuß hinter den linken, setzen den linken zur Seite, etwas das Gewicht wechseln und wieder zurück. Jetzt setzen wir den linken Fuß gekreuzt über den rechten Fuß zur Seite, den linken Fuß hinter den rechten Fuß zur Seite und gleich wieder den linken Fuß über den rechten kreuzen. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Jetzt machen wir einen Sidewalk, das heißt den rechten Fuß zur Seite, etwas das Gewicht wechseln, zurück. Und ein Cross-Shuffle nach links. Das heißt, wir kreuzen den rechten Fuß weit über den linken, locken den linken dahinter ein und setzen noch einmal den rechten weit nach vorn. Jetzt setzen wir den linken Fuß zur Seite, machen eine halbe Drehung nach rechts und setzen den rechten Fuß zur Seite. Und ein Shuffle vorwärts mit links. Links vor, rechts ran, links vor. Und diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Bei den nächsten 8 Schritten, da drehe ich mich um, dann sieht man das besser. Das war der Ausgangspunkt. Jetzt machen wir einen Kickball Point mit rechts. Das heißt, wir kicken die rechte Fußspitze nach vorn, setzen den rechten Fuß neben den linken ab und setzen die linke Fußspitze zur Seite. Ich zeige das noch einmal. 1 und 2. Und das gleiche machen wir jetzt mit links. Die linke Fußspitze nach vorn kicken, den linken Fuß an den rechten wieder ran und die linke Fußspitze zur Seite absetzen. Ich zeige diese 4 Schritte noch einmal im Zusammenhang. 1 und 2, 3 und 4. Jetzt setzen wir die rechte Ferse vorn ab, ziehen den rechten Fuß an den linken ran und setze gleichzeitig die linke Ferse vorn ab. Ziehen den linken Fuß an den rechten wieder ran und setzen den rechten Fuß nach vorn und machen auf beiden Beinen eine Vierteldrehung nach links. Und diese Schritte zeige ich noch einmal im Zusammenhang. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7. 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7, 8. Bei den nächsten 8 Schritten drehe ich mich um, damit man das besser sieht. Das war jetzt der Ausgangspunkt. Ein Cross-Shuffle nach links. Das heißt, wir kreuzen den rechten Fuß weit über den linken locken wir dahinter ein und den rechten Fuß wieder etwas nach vorn. Jetzt setzen wir den linken Fuß zur Seite und machen eine Vierteldrehung nach links. Dann setzen wir den rechten Fuß zur Seite, wieder mit einer Vierteldrehung nach rechts und noch einmal eine halbe Drehung nach rechts, indem wir den linken Fuß zur Seite absetzen und ganz langsam den rechten Fuß an den linken Fuß ranziehen. Und das Gewicht muss zum Schluss auf dem rechten Fuß sein. Die letzten 2 Schritte. Wir setzen den rechten Fuß nach vorn und den linken Fuß nach vorn. Und diese 8 Schritte noch einmal im Zusammenhang. Das war der Ausgangspunkt.
Eins und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und alles von vorn. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Eins und zwei, drei und vier, fünf und sechs und sieben, acht. Eins und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Die nächsten acht Schritte. Wir setzen jetzt den linken Fuß nach vorne, machen einen Rock. Den linken Fuß nach vorne, das Gewicht wechseln, wieder zurück. Jetzt setzen wir den linken Fuß nach hinten und setzen die rechte Ferse vorne auf. Und ein Schritt halt. Bis dahin zeige ich das noch einmal, das war der Ausgangspunkt. Eins, zwei, drei und vier. Jetzt ziehen wir den rechten Fuß an den linken wieder ran und setzen den linken Fuß nach vorn, wechseln etwas das Gewicht und wieder zurück. Und zum Schluss noch ein Coaster Step. Das heißt, den linken Fuß nach hinten, den rechten Fuß an den linken ran und den linken Fuß nach vorn. Und diese Schritte zeige ich noch einmal von hinten, damit man das besser sieht. Das war jetzt der Ausgangspunkt. Eins, zwei und drei, vier und fünf, sechs, sieben und acht. Ich zeige das noch einmal. Eins, zwei, drei und vier und fünf, sechs, sieben und acht. Und alles von vorn. Eins, zwei, drei und vier. Fünf, sechs, sieben und acht. Eins, zwei, drei und vier. Fünf, sechs, sieben und acht. Eins und zwei, drei und vier. Fünf und sechs und sieben, acht. Eins und zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins und zwei, drei, vier und fünf, sechs, sieben und acht. Und die letzten acht Schritte ist ein Shuffle nach vorn mit rechts. Rechts vor, links ran, rechts vor. Jetzt setzen wir den linken Fuß vor den rechten und machen eine halbe Drehung nach rechts. Jetzt kommt noch ein Shuffle mit links beginnt. Den linken Fuß vor, den rechten ran, den linken Fuß vor. Jetzt setzen wir den rechten Fuß vor den linken und machen eine Vierteldrehung nach links. Und diese Schritte noch einmal im Zusammenhang. Eins und zwei, drei, vier, fünf und sechs, sieben, acht. Und noch einmal alles von vorn. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Eins und zwei, drei und vier, fünf und sechs und sieben, acht. Eins und zwei, drei, vier, fünf, 6, 7, 8, 1, 2 und 3, 4 und 5, 6, 7 und 8, 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn.